mir leider keine zweite Kamera dabei. Trotzdem habe ich jetzt versucht, ein bisschen was mit dem Handy zu filmen. Wir wollten eigentlich die Nilgänse fotografieren, weil die haben gerade Nachwuchs. Aber leider wurden sie gerade vertrieben. Aber ich glaube, Aufnahmen waren es auf jeden Fall schöne. Und es war sehr interessant zu sehen, wie die Nilgänse auf Eindringlinge im Territorium reagieren. Und ich bin mal gespannt, wie die Fotos geworden sind. Ja, heute ist schon der nächste Tag und wir sind nochmal rausgegangen, um die Nilgänse zu fotografieren mit den süßen kleinen Küken. Leider sind heute die Bedingungen nicht ganz so perfekt. Es ist sehr windig und es sind viele Menschen unterwegs mit Hunden und da haben die super viel Angst vor. Gestern konnten wir die Kanada-Gans ja dabei beobachten, wie sie die Nilgänse vertrieben hat. Das hat man ja auch schön auf den Videoaufnahmen gesehen, die wir gemacht haben. Und es ist allerdings so, dass die Kanadagans und auch die Nilgans hier nicht heimisch sind und unsere Stockente vertreiben und leider auch sehr aggressiv sind. Trotzdem sind die kleinen Küken super süß und es ist natürlich schön, die zu fotografieren.